Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Immer noch ein Tag mit Kevin Großkreuz. Im ersten Teil waren wir bei dir zu Hause. Genau. Und wir stehen jetzt vor Mit Schmackes. Richtig. Hast du dir den Namen ausgedacht? Nee, zusammen mit meinem Geschäftsführer. Das sagt man ja so gerade im Ruhrpott, Mit Schmackes, wenn man was angeht, wenn man arbeitet. Ich dachte eher, wenn man so was Deftiges essen will. Das auch, das natürlich auch. Im August ist er 8 Jahre alt. Wow. Lang. 8 Jahre dann schon. Und ja, es ist immer wieder schön, auch hier hinzukommen, mit ein paar Fans hier zu sitzen, sich zu unterhalten, auch ein Bierchen zusammen zu trinken. Was ist denn, wenn du Dortmund spielst? Ist denn hier voll oder nicht? Dortmund spielen? Ja. Ist brechend voll. Ich war, das ist ein kleiner Funfact, ich glaube, Timo, wir waren vor 4 oder 5 Jahren schon mal hier essen, als wir das erste Mal einen Tag mitgedreht haben, und zwar mit Dagi B. Und die ist danach mit uns essen gegangen und ich hatte einen Schnitzel. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Okay. Weißt du nicht mehr? Nee. Schnitzel ist schon, nicht nur, weil es mein Laden ist, ist schon was überragend. Ist das Beste hier? Ich esse immer Balkanschnitzel mit Bratkartoffeln. Gehen wir mal rein und ich gucke, ob es noch schmeckt. Die EM im eigenen Land steht vor der Tür und wir wollen im Büro zusammen Public Viewing machen. Das Problem ist, uns fehlt eigentlich fast alles zum geilen Public Viewing. Bei AliExpress kriegt man aber alles, was man braucht. Aber bestellen wäre ja zu einfach, deswegen schaue ich mal, ob ich nicht was bei AliExpress gewinnen kann. Meine Lieben, aktuell wollen ja alle EM-Tickets haben. Und sind wir mal ehrlich, die nächste EM oder WM in Deutschland, da werde ich so einen langen Bart haben. Alle wollen Tickets und die regulär zu kriegen oder so, ja, da kann man auch im Lotto gewinnen, eher würde ich sagen. Aber ihr könnt woanders Tickets gewinnen, und zwar in der AliExpress-App, weil die sind ja offizieller Partner der Euro 2024. Und ihr könnt in der App Fragen beantworten, ja? Zum Beispiel, wer ist der erfolgreichste Torschütze in der EM? Bup, 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 alles ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr entweder Preise oder sogar EM-Tickets. Ihr könnt bei der Heim-EM im Stadion sitzen und dank AliExpress nochmal wirklich dieses Feeling vom Sommermärchen mitnehmen. Also ladet euch die App runter, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ab 14.06. könnt ihr einfach schütteln und dann auch weiterhin gewinnen. Also macht es! Meine Lieben, das Paket ist innerhalb von einer Woche angekommen. AliExpress ist Euro 2024 Partner official. So, jetzt gucken wir mal, was ich gekriegt habe. Ah, das Wichtigste natürlich, Heim-EM Deutschland fahren. Sticker sind auch immer wichtig. Bupp, bist du bereit? Und ein Beamer, ein kleiner, feiner Freund. Erstmal das Gute, ich kenne Beamer noch als so hier wirklich so eine richtigen Kassetten. Den kann ich zu Hause mitnehmen, falls ich dann zu Hause weitergucken kann. Und wenn wir nächsten Tag wieder im Büro Public Viewing machen, zack, rein, auf die Wand. Boom, können wir Fußball gucken, weil sind wir mal ehrlich, Fußball guckt man, besonders EM, auf dem Beamer. Das ist der Hammer, klein, transportabel, kannst du überall hinstellen. Wenn wir verrückt sind, gucken wir einfach auch draußen auf die Hauswand. Mega geil. Und, eine Smartwatch. Und jetzt zeige ich euch das geilste Aufkleber ab. Und ist das nicht eine schnieke Uhr? Passend zu meinem Pulli, sieht die nicht geil aus? AliExpress ist offizieller Eurosponsor 2024. Und mit ein bisschen Glück besorgen die euch noch Tickets, oder? Starten euch wenigstens mit den Sachen aus, die man für gutes Fußballgucken braucht. Also, Link ist in der Videobeschreibung. Ich drücke euch die Daumen. Gut Kick. Es ist eine gute Fankneipe. Monitore sind da. Und kommt hier deine ganze Fanpost hin? Ja, viel kommt hier hin, ja. Schreibt viel hier hin, ja. Jetzt habe ich eine Frage. Wir hatten ja auch in deiner Karriere, du bist dann endlich zu Dortmund gekommen? Und hast wahrscheinlich auch dementsprechend gut verdient. Ja. Wenn du auf einmal als junger Spieler zum Top-Verein gehst, wie viele Jugendfreunde verändern sich? Ich würde sagen, gar nicht so viel. Natürlich habe ich auch 2-3 Mal so, aber das ist, war gar nicht wegen dem Erfolg, glaube ich, oder irgendwas, oder wegen Geld, sondern das ist einfach so gekommen, dass ich 2-3 Kumpels nicht mehr so viel Kontakt habe. Aber wenn man sich sieht hier, trotzdem freut man sich und erinnert sich gerne an die Zeiten. Und du weißt ja selber, wenn man dann auch noch eine Familie hat, ja, hinterher, dann verliert man eh immer den Kontakt. Aber ich hatte eigentlich nie Probleme mit Freunden, wegen Geld oder irgendwas, sondern... Wirklich nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin so Kannst einfach... du mir mal 20.000 Euro leihen? So, das sind ja, so, das ist ja zum Beispiel so, wenn einer kommen würde, immer sagen würde, kannst du mir mal Geld geben? Das ist ja kein Freund, oder der immer alles ausgegeben bekommen will, okay, oder? Finde ich, das ist ein Geben und Nehmen. Man gibt gerne einen aus, er gibt einen aus. Sondern einfach so, ja, wie man früher war, ist man so auch. Und ist egal, ob einer Geld hat oder ob keiner Geld hat. Man ist zusammen da und man feiert zusammen, man gibt zusammen Geld aus. Und man ist einfach so, wie man ist, einfach, finde ich. Hier haben wir sie übrigens gerade wieder. Guck mal, wie jung du mal warst. Ja, geil, ne? Da, guck mal, da, das war nach der Meisterschaft auf jeden Fall. Da habe ich kurze Haare. Ja, da dachte ich so, aber Geheimratsecken habe ich schon immer ein bisschen, ja, ne? Ja. Oder?
Dachtest du, Frisuraufsatz brauche ich nicht? Die guten alten Topps Magitex Karten. Guck mal, da war Topps im Logo noch so blau. Ist geil. Ist schon geil. Kommt ne? Oh, guck mal hier. Ja, das war bei der Weltmeisterschaft. Jetzt waren wir gerade auf unser Essen. Mhm. Bevor wir nochmal in deiner Karriere dann weitergehen von Dortmund, wenn ich schon mal die Chance habe, frage ich dich nach Leuten und du sagst, wie cool sie sind. Und wenn du sie nicht magst, dann musst du sagen, guck mal, da fährt ein Golf oder so, keine Ahnung. Das ist mega. Wie ist Jürgen Klopp? Überragender Typ, Weltklasse. Wie war denn euer erstes Treffen, als du dann damals reinkamst? Er hat ja sofort, ich bin da rein in den Raum, der hat eine Ausstrahlung, das ist unglaublich und der kann einfach gut reden und ja, das ist Wahnsinn und da braucht man auch gar nicht überlegen, lange überlegen als Spieler. Wenn der redet, da hast du einfach Bock, Fußball zu spielen und ja, und dann in den Jahren sind wir gute Freunde geworden, wir haben immer noch Kontakt und Klopp habe ich auch viel zu verdanken und werde es auch nie vergessen und der hilft nicht nur sportlich ein, sondern auch im Privatleben und als er mit Liverpool die Champions League geholt hat, schreibt man dann so Glückwunsch? Auf jeden Fall. Kommt dann auch so ein Danke zurück? Ja, kommt. Nicht direkt nach dem Spiel, ist ja, ja. Klar, der kriegt bestimmt, was er sich will, aber nächsten Tag oder so kommt schon die Nachricht. Wenn du mal Lust hast, kannst du mir schreiben, ey Klopp, hier ist ein guter YouTube-Kanal, Herr Abend, guck dir mal an. Stell ruhig gerne alles in mein Lieber. Radler bin ich. Soll ich dir glatt ziehen? Wo soll es denn hin? Vorne? Ja, vorne, vorne ein bisschen, ja. Bitte schön. Chris Kramer. Chris Kramer, ja, der erinnert mich sofort zurück ans Finale, ne? Ja. Wo er weg war, da wie er danach auch alles erzählt hat, so. Oder wir sind ja immer mit der Fähre, wenn wir vom Auswärts, was ja in Brasilien waren wir in so einem Camp, und dann bist du mit der Fähre rüber, dass du weiter fahren konntest oder fliegen konntest. Und, okay. Und dann musste man, weil er sein erstes Länderspiel hatte, musste er auf der Fähre ein Lied singen und das werde ich auch nie vergessen, das hat er überragend gemacht. Was hat er gesungen? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das war überragend. Es war dunkel, die Sterne um, oh. Ehrlich, jetzt überragend. Wir haben das erste Spiel gewonnen gegen Portugal und er singt da und alle machen mit. Den Augenblick werde ich nie vergessen. Portugal, du hast gegen Cristiano Ronaldo gespielt? Gegen Cristiano Ronaldo habe ich 6 Mal gespielt. Wie ist der Typ? Klasse, Fußball ist außergewöhnlicher Fußball, der beste mit Messi überhaupt, steht außer Frage. Und, aber wie ist er so auf dem Platz? Ist er ein Assi? Ist er so hier, weißt du so? Ne, das nicht. Ich glaube so, dass auf dem Platz, bin ich ehrlich so, dass ich bin dann auch nicht so, der sagt, oh, da ist Ronaldo. So, wenn ich auf dem Platz stehe, kenne ich keine Freunde, kenne ich keinen, ob der was weiß ich erreicht hat oder so, da will ich das Spiel gewinnen und dann hau ich alles raus und dann ist mir egal, wer da steht und dann grätsche ich den. Wenn ich den umgrätschen muss, grätsche ich ihn um und dann ist das so. Welchen Bayern-Spieler hättest du am liebsten, bevor du ihn privat kanntest, verprügelt und hinterher hast du gedacht, oh, der Gedanke war nicht nett, weil er ist ein guter Typ? Manuel Neuer. Ja? Mhm. Aber ist auch wegen der Geschichte mit Schalke und er war ja auch da richtig in der Szene aktiv und so weiter und Da war schon. Der beste Torwart, den wir hier hatten, oder? Da kann man nichts gegen sagen. Beste Torwart der Welt und ist er immer noch, finde ich. Er ist immer noch, auch in dem Alter, ja. Ist brutal. Der könnte auch, wie er spielerisch drauf ist, der könnte locker auf dem Feld in der Oberliga spielen. Auf dem Feld, locker. Wie ist es normalerweise bei Torwärten? Also ich höre es immer nur von Manu, dass er eben den Ball alles kann. Ja. Aber wie ist es so, jetzt ohne das gegen ihn zu stänkern, er nimmt es ja nicht böse, in Roman Weinfeller? Roman weiß ja selber, dass er spielerisch jetzt nicht auf dem Niveau von Neuer ist. Aber Roman hat seine Stärken beim Rauslaufen oder beim 1 gegen 1 auf der Linie. Aber fußballerisch würde ich Roman schon, wird schon schwer in der Bezirksliga, würde ich sagen. Hat man gerne Rückpässe gespielt oder hatte man Angst? Bei Roman habe ich schon manchmal gezittert. Der hat mir ja einmal beim Warmmachen sogar den Ball vom Kopf geschossen. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst. Beim Warmmachen, weil er wieder weggerutscht ist oder so. Und da habe ich den Ball in Gladbach vom Kopf bekommen und bin umgekippt, weil er wieder eine Idee hatte mit seinem Fuß. Wir haben ein Bild von Kevin Großkreuz beim Warmmachen. Da hat ihn fütterlich erwischt oder bums! Gibt's dazu. Und dann muss er. Ja,
Aber ne, aber Roman ist auch ein geiler Typ. Ja. Gute Freunde sind wir. Balkan habe ich hier einmal. Warte, pass auf. Mit Bratkartoffeln beide? Ja. Und auf deins hole ich dir so Spaß. Das ist einmal Schmackes. Schmackes ist Timo, der darf auch essen. Ausnahmsweise. Normalerweise darfst du das Team nicht essen, aber heute sind wir mit Jägerschnitzel und deins hole ich dir sofort. Ja, danke. Wir geben danach Feedback, weil wir haben bei Ole ohne Kohle eure Kommentare gelesen und ihr fand es nicht cool, dass wir beim Essen geredet haben mit Vollmund. Deswegen essen wir jetzt in Ruhe und dann melden wir uns danach nochmal. Kennst du schon den neuen Podcast Viertelstunde Fußball mit Kevin Groth? Stimmt. Kennst du schon den Podcast Viertelstunde Fußball mit Kollege Großkreuz und Conny Küpper? Wir beide quatschen jede Woche eine Viertelstunde über das, was eben so in unserem geliebten Sport passiert. Lass uns doch lieber über meinen Dönerhof reden. Och, Kevin, nicht immer die Dönernummer, die will keiner mehr hören, ehrlich. Ja, die Hotel-Lobby-Nummer? Nein, wo du deinen Blumenküb... Nein, das lassen wir auch weg. Leute, wirklich, lass uns beim Fußball bleiben. Oder wir gucken mal, jeden Freitag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es war gut, ne? Ja, war gut. So geht das nämlich. Ja, am besten ist, wenn du einmal und dann ist ehrlich. Ja, und dann ein bisschen Pause. Also, ich war vor 4 Jahren mit Dagi, ich wusste nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Ich kann dir sagen, ich bin pappensatt und es hat gut gemundet. Freut mich. Ob es jetzt gut war mit der Schnitzel im Borschert, weiß ich nicht. Ah, bitte. Ich kann jetzt nicht schleimen, ich kann nicht sagen, das war das beste Schnitzel in meinem Leben. Ja, war es doch wohl, oder? Ist in den Top 5. Nur das Top 3, ja. 3 ist okay. Jetzt, Wahnsinn. Jetzt ist dieses Jahr bald EM. Mhm. Wie verfolgst du es als Ex-Nationalspieler und Weltmeister? Ruft man nicht Herrn DFB an und sagt so, hier ist Weltmeister Kevin Großkreuz. Wir spielen in München Eröffnungsspiel. Ich komme mit Mama, Papa und verschenke noch 3 Karten, weil ich bin Weltmeister. Nee, da mache ich auch gar nicht so gerne, irgendwo nachzufragen, muss ich ehrlich sagen. Kann ich für dich anrufen und dann der Kumpel seine Tickets kriegt? Achso, ich dachte, du organisierst mir die dann. Aber, nein, ich lasse das auf mich zukommen. Vielleicht kommt ja auch noch was. Vielleicht werden wir auch eingeladen noch oder auch nicht. Wenn nicht, dann gucke ich vom Fernseher mal zu Hause mit Kumpels, mal in die Stadt mit Kumpels und mit anderen Fans. Ich glaube, das ist ja auch immer geil, wenn man andere Nationalitäten kennenlernt. Und das war ja schon bei der WM 2006 wunderbar. Und deswegen, das werde ich einfach genießen, die Zeit. Wir hatten gerade, da kam jemand noch an, hat ein Bild gemacht, Autogramm und so. Kannst du dich an deine positivste Erinnerung erinnern und an deine negativste mit Leuten? Du bist ja eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, ein Promis. Was war das Positivste, wo du dran gerne denkst und was war das Negativste? Ja, Positivste war schon immer so die Feiern vor der Süd, ne? Aber ja. Wenn jetzt so persönliche, das ist immer, wenn ein kranker Junge oder so auf dich zukommt und dann Autogramme haben will und trotzdem so lebensfreudig ist und dann dir die Geschichte erzählt und das habe ich einmal miterlebt am Trainingsgelände, da stand er, der hat auf mich gewartet und das ist schon, da wird es schon anders. Ja, negative war glaube ich in Köln, weil ich den Dönerwurf gemacht habe, weil ich da beleidigt wurde von 3-4 Leuten, die was gesungen haben über mich. Okay. Und dann habe ich mich, da waren ein paar Kumpels von mir, auch übrigens Julian Schieber, der war dabei. Und haben mich beleidigt, dann habe ich was zurückgesagt, haben sie nicht aufgehört. Dann habe ich halt den Döner genommen, auf den Boden geworfen wirklich und nicht ins Gesicht, wie es behauptet wurde. Und das war so eine Geschichte, auch, da sieht man mal, wie die Menschen sind, die wollen einfach, weil man in der Öffentlichkeit steht, einen Schaden auch und lügen dann noch und beleidigen einen und kommen damit nicht klar, wenn man dann, wenn es ein Echo gibt, glaube ich. Ne? Und das ist auch noch, das war, glaube ich, was Negatives. So, jetzt geht's gleich zum Fußball. Ja. Wir eben gerade beim Aussteigen hat Kameramann Niklas gesagt, Aaron, nimm mal Sportsachen mit. Ich habe Angst, mich zu verlassen und können wir so, ach komm, Wettrennen müssen wir auch nicht machen. Ja, müssen wir. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich mich nicht warm mache und so in dem Alter, dann geht das mal ein bisschen schneller. Wenn wir deine Karriere Revue passieren lassen, wir haben noch über Dortmund geredet, erstes Double, dann direkt die zweite Meisterschaft, war das zu fassen eigentlich damals? Da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass wir danach nochmal einen draufsetzen und den Double-Sieg holen mit der jungen Truppe, mit der wilden jungen Truppe, sag ich mal, wo wir alle hergekommen sind, war ja der Wahnsinn, viel aus der zweiten Liga, aus der Amateure, aus der eigenen Jugend. Und damit sind wir Doublesieger auch nochmal geworden. Ja, das war unfassbar. Ich habe eine Frage, als du DFB-Pokal geholt hast, ja, da hat Lewandowski ja freigedreht. Mhm. Weiß man irgendwann, das Ding ist durch oder denkt man so bis zum 90. Es kann alles passieren oder denkt man irgendwann so, nee, das Ding, das ich glaube, wo wir 3-1 und ich meine, wir haben dann 4-1 sogar geführt. Ja. Dann, oder 4-2, aber dann wusste man schon, dass das Ding durch ist. Okay. Und wir hatten einen guten Tag und da in den beiden Jahren oder in den 2-3 Jahren haben wir Bayern auch richtig geärgert. Und da haben wir, glaube ich, auch, ich weiß jetzt nicht genau, aber 5 Spiele hintereinander gegen die gewonnen oder so.
Und wir wussten schon, was gegen die zu tun ist. Was ist schöner, in Dortmund gegen Bayern zu gewinnen oder gegen Schalke? Gegen Schalke. Ja? Okay. Ja. Okay, dann ging Dortmund irgendwann zu Ende. Wie geht's? Da ist ja die Liebe dann wieder auseinandergegangen. Ja, war es schlimm oder? War schon schlimm, ja. Wie ist es? Tuchel kam auf mich zu, der als neuer Trainer. Ich kam von einer Verletzung gerade, muss man auch ehrlich sagen. Ich hatte Knieprobleme. Komischerweise, und da war immer an dieser Spitze und ich habe immer zu dem Doc gesagt, hol das raus. Er sagte, ja, da ist nichts. Ja, und dann durch Umwege bin ich zum anderen noch und dann habe ich eine Bissschiene bekommen. Ja, zwei Tage später, ich konnte ohne Schmerzen laufen. Nein! Ja. Krass! Und so, und dann habe ich, dann kam ich wieder rein zum Training und dann hat Tuchel auch gesagt so, ja, für dich wird es ganz schwer, Kevin, ich kann dir nicht versprechen, dass du hier Spiele machst. Und da war ich auch noch jünger, dann ja, traurig, dann habe ich sofort meinen Berater angerufen, ich muss hier weg und muss den Verein verlassen. Ne? Und ich will den Verein dann jetzt auch verlassen, auch wenn das meine große Liebe ist. Im Endeffekt wurde ich ja eigentlich rausgeworfen. Es wurde nicht gesagt, geh. Ja, geh, aber jetzt heutzutage, jetzt gerade so, hätte ich sagen müssen, weißt du was, Arschlecken im Fußball ist alles möglich, man weiß nie, wie lange bleibt Tuchel, ja, wie läuft das alles und ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Heute hätte ich das durchgezogen einfach. Ah, ja. Dann ging es Gala, halbes Jahr, Stuttgart, Darmstadt und du hast ja relativ früh die Karriere aufgehört, oder? Mit 32, ja. Ich hätte noch auch ins Ausland gehen können. Ich hätte auch noch... Ja, 10 Millionen Saudi-Arabien? Das nicht, aber ich hätte noch woanders hingegangen, auch zweite oder dritte Liga. Aber das war alles weiter weg und da habe ich mich einfach, muss ich ehrlich sagen, für meine Kinder, für meine Familie entschieden. Dass die nicht weg müssen, sondern weiter in Dortmund aufwachsen. Tat es weh oft so ein Profi oder sagst du, ach, du spielst ja jetzt immer noch aktiv, reicht dir völlig aus? Ja, übrigens, Amateursport macht riesen Spaß, mit ein paar Freunden spielen danach. Auch mal ein Bierchen zu trinken und hier spiele ich im Moment Innenverteidiger, da muss man sich nicht so viel bewegen, das passt auch und es macht Spaß, den Verein einfach zu helfen und es macht Bock. Merkt man einen qualitativen Unterschied zwischen dir und den Gegnern? Ich würde sagen nein, weil ich bin auch in dem Alter, ich bin jetzt nicht mehr der Schnellste oder so, ich kann mich auch nicht mehr so bewegen. Fußballerisch würde ich schon sagen, dass man das sieht, dass ich weniger Fehler mache als andere, aber und auch gute Bälle rausspielen kann und ein bisschen Erfahrung hat man ja und weiß auch vorher, wo sie den Ball hinspielen oder wie man zu stehen hat. Aber so, da sind auch gute Jungs dabei, gerade die Jüngeren, die auch Tempo haben und technisch ab der Liga, glaube ich, sind viele technisch gut. Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass du einfach da durchmarschierst. Also. Ich würde sagen, wir machen so, du ziehst dich einmal um. Okay. Ich scout jetzt mal für Hertha, ob wir dich nächste Saison brauchen. Okay, mach das. Leisten haben wir auch genommen, da können wir dich auch nochmal anrufen. Alles klar. Ist ja auch ganz kleiner, ne? Ist ein Kinderball? Wo spielst du aktuell? Jetzt hier sind wir gerade bei Wackau bei Kastrop, da spiele ich, also hier spiele ich. Das ist dein Verein? Das ist mein Das heißt, Verein. Ich mache den besten Spieler von hier kaputt und einen Weltmeister, wenn ich jetzt Lattenschießen gewinne. Könnte sein. Oh. Ich merke, ich habe den Sender in der Tasche. Ja, wieder eine Ausrede. So, oh, ey. Die Latte, ne? Der war gar nicht, das sind die Schuhe. Ja, die Latte. Wie geht's denn jetzt bei dir in der Zukunft eigentlich weiter? Wie lange willst du noch Fußball richtig spielen? Also ein Jahr habe ich ja hier nochmal unterschrieben und das Jahr mache ich auf jeden Fall und dann schaue ich mal. Dann werde ich 37, mal gucken. Ne? Und dann sehe ich dich demnächst als Experte bei DAZN, Sky oder sonst wem, RTL und sage, ja, das war ein gutes Spiel, der Chris Kramer hat sich Man weiß nie, hätte ich auch Bock drauf, aber am meisten würde ich mir wünschen, dass ich beim BVB fest bin und ich hoffe und glaube, dass es irgendwann in Zukunft die kommt. Die letzte Heirat, die dritte und finale Heirat, ja? Genau. Einmal Brüste, immer Brüste, ne? Sehen wir dich in Reality-Sendung, Dschungelcamp? Nein. Oh! Ja, rüber ist schlimmer als daneben. Weiß ich nicht. Doch, natürlich. Deiner ist hier am Fünfer schon aufgetickt. Was ist schlimmer, rüberschießen oder daneben? Ins Tor schießen oder rüber? Ja, guck rüber. Also ja, der Ball ist auch ein bisschen leichter, ne? Jetzt pass auf. Oh! Zweiter Schuss. Der war gut. Der Findest war gut. Du? Kevin, du kannst auch vom Fünfer machen, wenn du es brauchst. Oh, ey. Ich bewerbe mich hiermit für die Border League mit dem Team mit Kevin Großkreuz. Das wäre mal was, ne? Und da ist er, Leute. Guck
Guck mal, der kommt noch zurück. Ja! Glückwunsch, Kevin. Danke. Ich scout dich jetzt noch viel härter. Aber vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Und wir haben letztens ein Bild gepostet. Ihr müsst noch bei Instagram kommentieren, was passiert eher. Hertha gewinnt die zweite Liga nächstes Jahr oder Dortmund wird Meister. Ja. Ich bin immer noch dafür, Hertha gewinnt die zweite Liga. Boah, bin gespannt. Kommst du zum letzten Spieltag nach Berlin? Ja, sehr gerne, wenn du mich einlädst. Immer. Komm ich rum. Also folgt Kevin gerne auf Instagram, erfahrt, was da immer passiert und wie er sich bei Let's Dance nächstes Jahr macht. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Tschö. Nein, es wurde eingebrochen. Scheiße, Kevin. Ich bin hierhin, direkt zur Schale und zum Pokal und habe geguckt, ob da alles da ist. Ehrlich ist. Und dann habe ich erst weiter nachgeschaut. Aber war keiner drin eigentlich. Ich habe es einfach aufgelassen.